Hallo, liebe Angelfreunde, ich begrüße euch zu einem neuen Video hier auf Big Fish Media. Ihr seht es, herrliches Wetter heute. Und da wollte ich es mir nicht nehmen lassen, mal hier an den See zu gehen und ein paar Würfe mit der Spinnrute zu machen. Und ich möchte die Gelegenheit nutzen, euch auf ein Ausrüstungsteil zum Angeln, nicht direkt zum Angeln hinzuweisen, aber auf ein Ausrüstungsteil, das für den Angler besonders wichtig und besonders nützlich ist. Gar kein Köder oder gar keine Rute oder sowas, das braucht ihr nicht denken. Aber etwas, was wahrscheinlich jeder Angler hat, aber was nicht unbedingt zum Angeln passt. Und jetzt werden sich vielleicht viele fragen, was ist das, was meint er damit? Ich meine das hier, ein Smartphone, das hat wahrscheinlich jeder Mensch oder jeder Angler mittlerweile. Aber für den Angler ist nicht jedes Smartphone geeignet, denn Smartphones fürs Angeln oder die man beim Angeln dabei hat, die müssen ja ein paar wichtige Voraussetzungen erfüllen, damit sie nicht kaputt gehen. Und da kommen die sogenannten Outdoor-Phones oder Rugged-Phones ins Spiel. Das sind Smartphones, die speziell geschützt, speziell robust für den Einsatz beim Angeln sind. Da habe ich euch heute eins mitgebracht, habe eins dabei und möchte euch in diesem Video neben dem Angeln natürlich mal ein paar Vorzüge von diesen Outdoor- bzw. Rugged-Phones zeigen. Und am Ende gibt es eins zu gewinnen. Das heißt, bleibt dran bis zum Ende, dann gibt es eine Gewinnfrage und dann könnt ihr ein Outdoor- bzw. Rugged-Phone gewinnen. Und ich würde sagen, jetzt mache ich erstmal ein paar Würfe wieder. Und dann komme ich mal auf das, auf die Vorzüge von diesen Rugged-Phones zu sprechen. Dann seht ihr, was ich meine und werdet verstehen, warum die besonders gut sind für Angler. Jetzt habt ihr mal mein Rugged Phone bzw. Outdoor Phone gesehen, was ich hier in der Hand habe. Ist ein bisschen klobiger, als man das von vielen normalen Smartphones gewöhnt ist. Also ein bisschen breiter das Ganze. Aber es ist halt auch viel besser geschützt als die meisten normalen Smartphones, so ein Rugged Phone bzw. Outdoor Phone. Und jetzt zeige ich euch mal, was der Super-GAU mit einem normalen Handy wäre. Das wäre nämlich das hier. Das kann dem Angler auf jeden Fall mal passieren. Ist mir mit einem anderen Handy auch schon passiert. Aber mit so einem Rugged- bzw. Outdoor-Phone, das holt ihr raus aus dem Wasser und dann lässt es sich wieder anschalten. Also Rugged-Phone, Outdoor-Phone, wasserdicht im Vergleich zu vielen anderen Smartphones. Die könntet ihr jetzt in die Tonne drücken. Aber mit einem Rugged-Phone bzw. einem Outdoor-Smartphone habt ihr dann kein Problem. Und das ist für mich als Angler auf jeden Fall ein Argument für so ein Smartphone. Nächster Vorteil eines Rugged-Phones, vielleicht kennen einige von euch die sogenannte Spider-App. Die hat sich der Ewald letzte Woche bei seinem Smartphone eingefangen. Die kann man sich nämlich ganz einfach einfangen und zwar so. Das kann beim Angeln auch passieren, fällt aus der Hosentasche, fällt, was ich, aus der Jacke raus und dann auf die Steine, dann ist es kaputt. Aber mit Outdoor-Phone bzw. Rugged-Phone kein Problem. Das übersteht auch einen schweren Sturz. Das hat schon ordentlich geknallt, als ich das auf den Boden geschmissen habe. Ewald hinter der Kamera, der hat schon Angst gehabt, dass das kaputt ist. Aber nein, Rugged Phone bzw. Outdoor Phone hält auch sowas stand. Und im nächsten Schritt machen wir dann nochmal einen Extremtest. Dann werde ich nämlich mal drüber laufen mit meinen 100 Kilo, die ich bestimmt mittlerweile wieder habe. Und werden wir mal gucken und ich werde euch zeigen, dass das Rugged Phone auch so einer Belastung standhält. So, jetzt der Gregor-Härtetest. Leg's jetzt hier drauf, mach's mal aus, dann mach mal den Bildschirmschoner rein sozusagen. So, und dann gucken wir mal. Einmal drauf gehen. Ja, 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 und weitergehen. Ich gehe nochmal zurück. Und dann gucken wir mal. Gut, der ist natürlich ein bisschen dreckig jetzt. Muss den Sand ein bisschen wegmachen, aber es funktioniert. Und ich kann das Handy jetzt natürlich auch hier im Wasser sauber machen, denn ich muss ja keine Angst haben, dass es kaputt geht, weil es wasserdicht ist. So, Handy sauber und schon kann es weitergehen.
Was natürlich auch wichtig ist für uns Angler oder auch für alle Smartphone-Besitzer, ist eine gute Kamera und eine gute Videokamera, denn man möchte beim Angeln oder sonst wo ja auch Fotos machen und möchte seine Abenteuer, Angelabenteuer festhalten. Das könnt ihr natürlich auch mit diesen Rugphones bzw. Outdoorphones, denn die sind wirklich mit guten Kameras ausgestattet. Und da könnt ihr, weil das Smartphone ja auch wasserdicht ist, könnt ihr sowohl außerhalb des Wassers eure Fotos machen, als auch im Wasser Fotos und im Wasser filmen. Das ist natürlich besonders cool, wenn man mal einen Köderlauf filmen möchte oder, was weiß ich, eine Filmszene vom Drillen mit dem Fisch unter Wasser machen möchte. Da könnt ihr diese Rugphones auch hervorragend für einsetzen, sowohl außerhalb als auch im Wasser. Schwierig heute. Viel Kraut im Wasser. Wasserstand ist noch hoch, aber so ist das halt zu Saisonbeginn. Kann ich noch ein bisschen was hier zu den weiteren Vorzügen von den Rugphones erzählen? Sie sind natürlich ein bisschen, ich habe es gesagt, ein bisschen breiter, ein bisschen robuster. Das ist natürlich auch dem ganzen Wasserdichtigkeit und der Stoßfestigkeit und sowas geschuldet. Aber sie sind deshalb nicht irgendwie unmodern oder so, mit modernen Betriebssystemen ausgestattet. Da habt ihr kein Problem mit. Und die meisten Geräte haben auch eine sehr hohe Akkulaufzeitleistung. Das heißt, da könnt ihr auf jeden Fall den ganzen Tag fischen, unterwegs sein mit so einem Smartphone oder auch dann auch mal eine Nacht oder vielleicht sogar mehrere Tage, je nachdem, wie euer Nutzerverhalten ist. Seid immer online, könnt Fotos machen, könnt filmen, könnt eure Mails checken, eure WhatsApp-Nachrichten und müsst keine Angst haben, dass das Ding hier kaputt gehen könnte. Denn ja, robuster als so ein Rugphone, das geht fast gar nicht. Leute, ich habe ein paar Würfe gemacht mit meinem Wobbler hier. Leider keinen Biss bekommen, obwohl es ein guter Barschspot ist hier, aber viel Kraut im Wasser. Fische scheinen noch nicht so aktiv zu sein. Wasser ist auch wirklich noch ziemlich kalt. Na, ich mache gleich noch ein paar Würfe, vielleicht passiert da noch was. Aber ich hoffe, dass ich euch hier die Vorteile von diesen Rugged- bzw. Outdoor-Phones anschaulich machen könnte. Da kann beim Angeln, wo es ja manchmal nass werden kann oder steinig, nichts kaputt gehen. Ihr seid immer up to date und immer online mit eurem Rugged Phone. Auch an mehreren Angeltagen oder beim Nachtangeln oder bei Regen. Da kann nichts kaputt gehen. Und für alle Leute, die sich jetzt interessieren für so ein Rugged Phone bzw. Smartphone, ein Outdoor-Smartphone, ich kann euch die Plattform AliExpress empfehlen. Kennt ihr wahrscheinlich sicher. Und da läuft gerade der sogenannte Geburtstags-Sale von AliExpress. Da gibt es viele tausend Produkte und Coupons und Rabatte bis zu 70%. Da könnt ihr also richtig sparen. Und es gibt da auch viele von diesen Rugged Phones bzw. Outdoor Phones. Da könnt ihr euch mal durchklicken. Da ist bestimmt das passende Modell dazu dabei. Verlinken wir in der Videobeschreibung mal auf AliExpress bzw. schon mal auf ein Produkt, dass ihr euch da reinklicken könnt. Und dann werdet ihr bestimmt, wenn ihr euch so ein Smartphone zulegt, dann viel Spaß damit haben. Seid am Wasser immer mobil und immer online und müsst keine Angst haben, dass irgendwas kaputt gehen könnte. Dann fehlt nur noch der Fisch zum Glück. Das wünsche ich euch natürlich. Viel Piratikaheil am Wasser. Macht's gut. Und bevor ich mich jetzt komplett verabschiede, muss ich ja noch die Gewinnfrage stellen. Denn ich habe ja versprochen, dass ich dieses Rugged Phone hier für euch verlose aus meinem Bestand. Und da möchte ich von euch wissen... Was möchte ich denn von euch wissen? Genau, ich möchte euch von euch wissen, bei welcher Angeltechnik, welche ist eure Lieblingsangeltechnik am See, am Fluss, am Teich, wo auch immer, wo ihr dieses Smartphone oder dieses Outdoor-Phone, wenn ihr es gewinnt, mitnehmen möchtet. Postet es in die YouTube-Kommentare zu diesem Video hier rein. Und dann werde ich einen Gewinner auswählen und ihm dieses Smartphone, Outdoor-Smartphone hier zuschicken. Damit kann er dann viel Spaß haben. Da wünsche ich euch natürlich auch viel Erfolg beim Gewinnspiel hier. Natürlich Petri Heil, das sage ich immer. Und bis zum nächsten Mal. Macht es gut. Ciao, ciao.